Hallo und herzlich willkommen zum Kreis Unna Podcast, unerhört vielfältig. Mein Name ist Max Rolke, ich bin der stellvertretende Pressesprecher des Kreises Unna und heute sitze ich wieder mit Heike Stahlhut und Nicole Bussmann vom Sozialpsychiatrischen Dienst zur Podcast-Reihe Casus Knaxus, Psyche, Sucht und Leben auf den Punkt gebracht zusammen. Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Max, hi. Guten Morgen. Und ihr habt zum heutigen Themenschwerpunkt, den wir jetzt noch nicht verraten, erschreckende Fakten mitgebracht. Was habt ihr denn mitgebracht? Ja. Nicole, vielleicht fängst du an. Es ist eine der am weitesten verbreitenden psychischen Erkrankungen, über die wir heute reden. Okay. Insgesamt 6,4 Millionen Menschen sind allein in Deutschland betroffen, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Mhm. Die Dunkelziffer der Betroffenen liegt aber noch viel höher. 69% der erkrankten Personen sind Männer. Okay, jetzt müsst ihr uns noch verraten, worum es geht. Genau, also worüber wir heute sprechen, ist das Thema Abhängigkeit und Suchterkrankungen. Okay, 69% der erkrankten Personen sind Männer. Mhm. Das erschreckt mich als Mann natürlich. Deshalb sofort die Frage, woran liegt das? Das kann man gar nicht so genau sagen. Also es gibt keine Verteilung, warum Männer mehr zum Alkohol greifen als vielleicht Frauen. Aber es gibt natürlich auch, ich sag jetzt mal, Mittelchen, die weniger auffallen. Also Frauen haben so die Tendenz, weniger aufzufallen. Mhm. Und die würden vielleicht eher zu Medikamenten greifen. Okay, also Männer werden vielleicht häufiger vom Alkohol abhängig. Sind die gefährdeter oder sind das ganz unterschiedliche Gründe, warum Männer häufiger zum Alkohol greifen? Das kann ganz unterschiedlich sein. Okay. Also man kennt es ja vielleicht auch, dass Männer in vermeintlich bislang ja männlichen Sportarten wie Fußball organisiert sind oder, keine Ahnung, in Schützenvereinen. Mhm. Ja, und dort fließt in der Regel aber auch viel Alkohol. Mhm. Ne, das hat zwar in den letzten Jahren abgenommen, dass es nur reine Männergeschichten sind, mhm, aber trotz alledem ist Alkohol dort auch in Vereinstätigkeiten immer wieder ein Thema. Okay. Mhm. Kann man das mit Sicherheit nicht pauschalisieren, das heißt nicht jeder, der im Verein ist, ist gleich Alkoholiker. Auf gar keinen Fall, nein, nein. Genau. Es gibt ja auch viele andere Dinge, von denen man abhängig werden kann, habe ich im Vorgespräch mit euch erwähnt. Also ich denke da zum Beispiel als erstes ans Glücksspiel zum Beispiel, das ist nur etwas, was einem in den Sinn kommt, wenn man an eine Sucht denkt oder an das Smartphone. Was gibt es denn noch für Abhängigkeit, für ne? Süchte? Zum Beispiel, ne? Ja. Ja, also wir unterscheiden in stoffgebundene Süchte und nicht stoffgebundene Süchte. Vielleicht kannst du das nochmal, Nicole, kurz erklären. Genau, also das ist dieser Begriff ist ja ein bisschen sperrig. Also stoffgebunden und nicht stoffgebunden. Bei stoffgebundenen Süchten spricht man davon, wenn jemand ein Mittel beispielsweise konsumiert. Der Klassiker wäre eben Alkohol oder Medikamente, aber auch Essen. Ne? Wenn jemand ganz, ganz viel isst mit Essattacken. Und bei nicht stoffgebundenen Süchten ist es so, dass jemand zwar auch etwas konsumiert, aber er kann diese Sache nicht anfassen. Das wäre zum Beispiel eine Medienabhängigkeit. Mhm. Glücksspiel ist nochmal ein kleiner Extraposten, weil es gar nicht unter den Bereich der typischen Sucht, sondern in einem dieser Diagnostikkriterien eher unter den Bereich einer abnormen Gewohnheit fällt. Also auch da wird nochmal sehr, sehr fein unterschieden. Mhm. Jetzt habe ich auch von Verhaltenssüchten schon mal gehört, ja, also eine Esssucht oder eine Kaufsucht oder sowas. Ist das auch tatsächlich ein Suchtverhalten, was man diagnostizieren kann, dass man sagt, ne, jetzt wenn ich jeden Monat shoppen gehen muss und Geld ausgeben muss, um irgendein Gefühl davon zu bekommen oder so. Ist das diagnostizierbar tatsächlich? Also ist das ein Problem? Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall im ICD-10 mit verankert als Verhaltenssucht. Also es gibt ja auch eine Arbeitssucht oder auch die Sexsucht, Pornografiesucht. Was ist denn ICD-10? Das müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Genau, das muss ich kurz erklären. Einmal, das ist die Klassifikation der psychischen Störungen. Das ist so unser Manual oder woran sich die Ärzte halt auch lang hangeln zur Diagnostizierung. Und genau, und das heißt ICD-10. Okay. So, und ja, da stehen halt die einzelnen Erkrankungen aus dem psychischen Formkreis mit drin. Also wie ein Katalog, den ihr aufschlagt und nach Kriterien guckt und sehen könnt, ist denn jetzt jemand gefährdet oder gar abhängig von einer bestimmten Sucht oder nicht. Also das kommt aus dem englischsprachigen Raum. Es heißt International Classification of Diseases. Mhm. 10 ist die 10. Auflage. Das heißt, es wird irgendwann auch eine 11. Auflage geben. Und mit jeder neuen Auflage werden auch erneut
alte Krankheitsbilder oder abgeänderte Krankheitsbilder dann aufgenommen oder rausgestrichen. Mhm. Und wenn jetzt jemand vermutet, dass er eine Sucht entwickelt oder vielleicht Angst hat, dass er in etwas reinrutschen könnte, dann kann er euch ansprechen. Ihr nehmt den ICD-10 und diagnostiziert? Nein, das nein, ist auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Nein, das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der Fachärzte. Okay. Quasi. Genau. Was wir aber tun, ist in den Gesprächen, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem mit einem Verhalten oder mit dem Konsum eines Mittels, dass wir dann mal schauen, in welche Richtung kann das denn gehen? Also ist das schon ein Verhalten, wo wir sagen, das geht schon in eine Richtung, in eine Abhängigkeit? Mhm. Dann würden wir natürlich erstmal auch an den Hausarzt oder an den zuständigen Facharzt verweisen, dass dort eine Diagnostik erfolgen kann, weil wir das natürlich auch gar nicht dürfen. Was wir allerdings schon auch wissen, ist, was sind typische Verhaltensweisen, die jemand, der einer Abhängigkeit anheimgefallen ist, zeigt? Oder was ist zum Beispiel nur riskanter Konsum oder was ist auch Missbrauch? Da unterscheidet das Klassifikationssystem auch nochmal. Also es sind verschiedene Abstufungen der Erkrankung tatsächlich. Okay, das ist dann, also habt ihr entsprechende Adressen und Kontakte, die ihr dann zur Beratung weitergeben könnt und sagen könnt, pass auf, es kann tatsächlich sein, dass du da was reinrutscht, wende dich an den und den, der hilft dir dann und ihr begleitet ihn dann auf diesem Weg sozusagen dahin, ja? Genau, also gerade bei beispielsweise, also unser Klassiker ist meistens die Alkoholabhängigkeit, weil die eben sehr, sehr weit verbreitet ist durch alle sozialen Schichten. Und wenn da jemand sagt, ich habe, glaube ich, ein Problem mit meinem Alkoholkonsum, ich irgendwie schaffe ich es auch nicht mehr zu trinken. Das heißt nicht, dass er täglich trinken muss. Mhm. Es kann aber sein, dass wenn er oder sie trinkt, dann immer bis zum Kontrollverlust trinkt. Mhm. Ja, das heißt immer, bis er oder sie dann gar nicht mehr weiß, was habe ich denn jetzt gemacht oder kann sich einfach nicht mehr stoppen. Möchte da aber auch wirklich mal professionelle Hilfe, dann könnten wir zum Beispiel in eine sogenannte Entgiftung oder den Entzug vermitteln. Mhm. Jetzt ist ja Alkohol die Volksdroge sozusagen. Ne? Jeder kennt das, hat vielleicht auch schon mal Alkohol getrunken. Ne? Kann man denn auch zu euch kommen, wenn man sagt, ah, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich wirklich irgendwie ein Problem habe oder so, ne? Und sich selbst die Frage stellt, ich habe jetzt die letzten Wochen jedes Wochenende Alkohol getrunken. Ne? Rutsche ich da schon in irgendwas rein? Ne? Kann so jemand dann zu euch kommen und sich beraten lassen? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um zu uns zu kommen. Häufig haben wir es mit Klienten oder Klientinnen zu tun, die schon ganz viele Schritte weiter sind, wo also schon Probleme im sozialen Umfeld entstanden sind, weil der Ehepartner oder die Ehepartnerin gesagt hat, Mensch, du trinkst aber zu viel, das muss sich jetzt ändern oder sonst verlasse ich dich oder so etwas. Mhm. Oder jemand vielleicht vom Arbeitgeber auch eine Auflage bekommen hat, sich beraten zu lassen, weil man mit einer Fahne auf der Arbeit erwischt wurde. Mhm. Also das ist eher so das, was uns häufiger begegnet, aber der Fall, den du gerade geschildert hast, Max, wäre natürlich das Beste, wenn jemand so früh wie möglich kommt, weil er selber einen Blick auf seinen eigenen Konsum geworfen hat und sie ja erkannt hat, irgendwie ist mir das so ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Okay. Und das muss einem wahrscheinlich auch nicht unangenehm sein. Ihr beratet da vertrauensvoll und anonym und haltet alle Daten unter Verschluss, sodass keiner Angst haben muss, da demnächst als Alkoholiker öffentlich an den Pranger gestellt zu werden oder ähnliches. Wir haben ja auch da Schweigepflicht. Also in allem, was wir in unserem Dienst tun, haben wir Schweigepflicht. Mhm. Und auch in der Beratung, auch wenn Angehörige dann in diesem Fall kommen, haben wir Schweigepflicht. Die können sich ja genauso auch an uns wenden. Ne? Ach so. Auch Institutionen, auch Arbeitgeber rufen an und sagen, hier, wir haben einen Mitarbeiter, da haben wir das Problem, also die Vermutung, der trinkt, und können wir da einen Termin machen und uns beraten lassen. Ne? Genau. Und dann verweisen wir dann auch, entschuldige bitte, dann verweisen wir auch auf mögliche weitere Angebote, wie zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen, die es bei uns im Kreis in fast jeder Kommune und Gemeinde gibt. Und auch Selbsthilfegruppen, die ausschließlich für Angehörige sind, weil Alkohol ist ein Suchtmittel, das einen sehr, sehr großen Effekt auf das soziale Umfeld hat. Eins der größten Probleme quasi auch im sozialen Umfeld macht, weil Angehörige versuchen ganz häufig, denjenigen, der betroffen ist, noch zu schützen
und übernehmen Aufgaben, die sie gar nicht übernehmen sollten, weil er oder sie es gar nicht mehr kann. Mhm. Und die brauchen auch eine ganz besondere Form von Unterstützung. Was wäre denn der richtige Weg als Angehöriger? Soll ich den Betroffenen direkt erstmal selber ansprechen und konkret mit ihm darüber reden und sagen, pass auf, ich vermute, dass du da vielleicht ein Problem hast, oder ist es besser, sofort zu euch zu kommen? Kann man also erstmal selber versuchen, mit Hausmitteln sozusagen? Also mit Hausmitteln, das kommt natürlich immer auf die betroffene Person an, um die es geht. Ich nehme sehr, sehr stark an, zumindest aus meiner Erfahrung als Suchtberaterin hier im Kreis Unna, fast jeder oder jede Angehörige hat auch schon mal die direkte Ansprache gesucht, hat aber gemerkt, es kommt zu Versprechungen, ja, ich höre auf, das passiert mir nicht mehr, das war das letzte Mal, ich möchte das nicht mehr, und irgendwann schleicht es sich aber wieder ein. Mhm. Das heißt, dieser Weg ist meistens schon beschritten worden, und dann sitzen Angehörige bei uns und sagen, okay, das habe ich jetzt versucht, ich weiß aber nicht, was ich jetzt noch tun kann. Mhm. Ne? Das heißt, wir sind aber auch wenn noch, jemand noch nicht mit dieser Person gesprochen hat, gerne als Ansprechpartnerin und Ansprechpartner da, wie kann ich so ein Gespräch am besten einleiten, ohne jemanden quasi im das Gefühl zu geben, du stehst jetzt mit dem Rücken an der Wand. Okay. Nehmen wir an, es wird dann einfach nicht besser und nicht besser und er rutscht immer wieder rein, immer wieder rein. Wie sieht denn so eine Therapie aus? Wie sieht denn so ein Therapieplan dann aus? Das kommt immer ganz drauf an, für was für eine Art von Therapie man sich entscheidet. Mhm. Also die Therapie bei Alkoholismus kann sowohl ganz ambulant erfolgen, ja, wenn also jemand noch im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist und noch im Job ist und einen guten sozialen Rückhalt hat, dann ist das auch möglich, das ambulant zu machen. Das dauert natürlich deutlich länger als beispielsweise eine stationäre Therapie, was man so als Klassiker bezeichnet, die Langzeittherapie. Und es gibt tatsächlich auch noch sogar ein Mittelding. Es gibt also auch eine Tagesklinik, das ist wie so ein Arbeitstag. Man fährt morgens hin, verbringt dort seine therapeutischen Einheiten, kommt aber nachmittags, am späten Nachmittag nach Hause und kann zu Hause dann schlafen. Mhm. Ja? Und innerhalb dieser Therapien gibt es ganz speziell auf die eigene Problematik abgestimmte Angebote. Okay. Beispielsweise, wenn man noch eine weitere Erkrankung hat. Entweder was Orthopädisches oder noch eine weitere psychische Erkrankung, wie eine Depression oder ein Trauma. Okay. Ja, also da, das wird ganz speziell auf das eigene Problem abgestimmt. Hängt das denn oft zusammen? Irgendwie Alkoholkonsum und andere psychische Erkrankungen? Ja, das kommt vor. Also das, man weiß da auch immer nie, was war zuerst da, zum Beispiel bei Depression und Alkohol, war erst die Depression da und dann hat die Betroffene angefangen zu trinken, um die Depression vielleicht zu bekämpfen, oder aber ist die Depression und vielleicht auch Angstzustände sind die gekommen aufgrund des Alkohols, und also des Trinkens. Okay. Ja, und bei uns im Dienst ist es ja so, dass wir ja getrennt sind. Also Nicole ist ja Suchtberaterin quasi bei uns im sozialpsychiatrischen Dienst und ich habe ja den Schwerpunkt psychische Erkrankungen. Auch wenn Sucht und Abhängigkeit zu den psychischen Erkrankungen gehört, ist es da aber unterschiedlich, was die Behandlungsform angeht. Okay. Also es ist schon so, dass auch wenn eine Depression mit eine Rolle spielt oder eine Angsterkrankung, dass diejenigen mit einer Suchterkrankung, wie zum Beispiel Alkoholsucht, jetzt nicht einfach in die klassischen Tageskliniken gehen können oder zu den Therapeuten, wo die Menschen, die in Anführungszeichen nur eine Depression haben, hingehen können. Ja, das liegt oftmals daran, dass diejenigen mit Süchten da auch nicht immer so verbindlich sind und da wollen die Tageskliniken sich dann halt auch ein bisschen, also die halten da schon ein bisschen Abstand, weil die auch lange Wartezeiten haben, und wenn die Klienten aufnehmen, die nicht so verbindlich sind, ja, dann werden auch die Plätze für die anderen blockiert, sag ich mal. Na klar. Ja. Kann man denn irgendwie festhalten, wann ein riskanter Alkoholkonsum beginnt? Ist das in diesen, wie heißen die nochmal, ICD-10-Regeln festgelegt? Nein, also da ist es nicht festgelegt. Es gibt aber auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gibt es Hinweise, und man sollte als erwachsener Mann nicht mehr als 20 Gramm Alkohol pro Tag zu sich nehmen. Jetzt wiegt man das natürlich nicht ab. Man weiß auch nicht, wie viel Gramm Alkohol ist in so einem normalen Glas Bier. Deswegen gilt als Mann nicht mehr als 2 Gläser Bier pro Tag und mindestens aber auch 2 alkoholfreie Tage in der Woche. Bei Frauen kann man es einfach halbieren.
Okay. Ne? Genau, also nicht mehr als ein Glas pro Tag und trotzdem bitte mindestens 2 alkoholfreie Tage in der Woche. Okay, das ist aber doch ganz schön viel. 2 Gläser Bier am Tag so? Also, ne? Absolut. Ja, das, also es gibt viele Leute, die würden das nicht als viel empfinden, weil es für sie einfach zum Leben dazugehört. Das typische Feierabendbier, ja, was sich ja irgendwie so auch eingeschlichen hat, dagegen ist auch nichts zu sagen. Und auch wenn man das jeden Tag trinkt, ist halt, muss man sich die Frage stellen, warum brauche ich das? Es geht immer auch um die Motivation. Warum kann ich da nicht eine Feierabend-Cola trinken? Ja? Aber wenn es mehr wird, dann sollten auf jeden Fall die Alarmglocken angehen. Okay. Womit kann man denn nicht zu euch kommen? Bei uns ist es so, dass wir ja die legalen Süchte unter unserer, in Anführungsstrichen, Beratungsschirmherrschaft haben. Bei illegalen Süchten, da sind wir nicht zuständig. Heißt, illegal heißen alle Konsummittel, die nicht frei verkäuflich sind. Das wären zum Beispiel im Moment noch Cannabis, Kokain, Heroin, jede Art chemische Drogen, Amphetamine beispielsweise. Für diese Suchtmittel beraten wir nicht. Dort gibt es eine eigene Tochter des Kreis Unna, nämlich die Suchthilfe im Kreis Unna GmbH. Und die Kolleginnen und Kollegen, die auch an vielen Standorten im Kreis Unna sitzen, beraten ausschließlich bei illegalen Konsummitteln. Jetzt soll sich ja gesetzlich bald was ändern. Cannabis soll in bestimmten Mengen erlaubt werden. Ich glaube, 25 Gramm pro Erwachsener darf man selber besitzen. Man darf Pflanzen anbauen. Das ist, glaube ich, zum Jahreswechsel geplant. Rutschen die dann auch in die legalen Süchte rein, dass ihr in diesen Fällen auch beraten könnt, wenn jemand kommt Cannabiskonsum, oder ist das noch für euch völlig unklar? Das ist tatsächlich noch unklar. Okay. Natürlich beschäftigt sich unser Dienst auch mit dieser Legalisierung und wir sind in engem Austausch mit der Suchthilfe im Kreis Unna GmbH und versuchen auf jeden Fall es so zu lösen, dass es für den oder die Betroffene einen klaren Ansprechpartner und eine klare Ansprechpartnerin gibt. Aber zum aktuellen Stand, da ist auch noch nicht in einem Gesetz oder ne, noch nicht klar ist, müssen wir noch daran arbeiten, wie wir das ausgestalten. Okay. Könnt ihr denn irgendwie bewerten, ob das eine gefährliche Idee ist, Cannabis zu legalisieren? Oder wie schätzt ihr das ein als Suchtmittel? Also als Suchtmittel ist natürlich, es geht wie bei jedem anderen Konsummittel auch, die Dosis macht das Gift. Ja, also es gibt auch andere Mittel, wie zum Beispiel Nikotin, ist auch ein sehr, sehr starkes Suchtmittel. Aber das vergessen viele Leute, wenn ich frage, was konsumieren sie denn? Dann sagen die, ja, ich trinke ab und an mal oder rauche nur. Genau, ne? Das wird ganz häufig bagatellisiert, das heißt vereinfacht oder runtergespielt. Man darf natürlich keine Empfehlung geben, aber ich denke, man muss eben schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo das gut funktioniert, wo eine kontrollierte Abgabe funktionieren kann. Und genauso geben wir auch in Deutschland kontrolliert Dinge ab. Also an der Tankstelle darf man Alkohol kaufen, rund um die Uhr. Obwohl da Leute eigentlich mit einem PKW vorfahren und dann danach auch wieder wegfahren. Weiß ich, ob der das genau danach konsumiert? Nein, weiß ich nicht. Und da muss man den Leuten eben auch Vertrauen schenken. Und ich denke, das wird bei der Cannabis-Legalisierung, wenn sie denn so kommt wie geplant, wird das auch passieren müssen, dass man den Leuten dann den Umgang damit auch zutraut. Okay. Und Folgeschäden kann das alles mit sich bringen. Ne? Ob man jetzt exzessiv Alkohol trinkt oder ob man Cannabis raucht, das sind ja auch nicht selten, dass wir in unserer Beratung junge Menschen haben, die aufgrund von Cannabiskonsum Psychosen entwickeln. Ne? Ja, gerade bei jungen Menschen ist das ja noch ein gefährliches Thema, aber da soll das Gesetz ja auch sagen, eben ne, ab einem bestimmten Alter erst. Genau. Da wird spannend zu sein und man sagt ab 18 oder ab 25, weil das Gehirn entwickelt sich ja noch lange. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht reden wir da nochmal darüber, wenn das Gesetz dann durch ist. Sehr gern. Ja. Ich habe noch eine Frage zur Therapie. Und zwar haben wir jetzt viel über diese stoffgebundenen Süchte gesprochen. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie so eine Therapie abläuft und was das Ziel ist, eben diesen Stoff abzusetzen, zu reduzieren und vielleicht dann irgendwann ganz drauf zu verzichten. Jetzt ist es bei Verhaltenssüchten ja immer noch ein bisschen was anderes. Und wie kann man denn so etwas therapieren? Ist da auch das Ziel, dass man... Weil manches Verhalten kann man ja auch gar nicht ganz einstellen. Ne? Eine Sucht nach Essen zum Beispiel. Ja. Wie kann so eine Therapie denn aussehen?
Bei so einer Therapie geht es tatsächlich auch um die Motivation, was möchte ich durch mein Verhalten erreichen? Weil es geht gar nicht um das Verhalten an sich. Also jemand, der zum Beispiel kaufsüchtig ist, dem ist gar nicht, der braucht gar nicht die Dinge, die er meistens dann kauft. Mhm. Also er oder sie kauft Unmengen an Elektronik oder Klamotten. Und viele dieser Pakete, die diese Person erhält, werden ungeöffnet irgendwo hingestellt. Mhm. Das heißt, diese Sachen werden gar nicht benutzt. Es geht also um das Ausschütten von Glückshormonen, ne, das, was, den eigenen, was, was das eigene Selbst gerade braucht, also ein Gefühl von Glück oder von Freude. Und an diesen Motivationsmotoren wird dann auch in der Therapie gearbeitet. Also wie kann jemand das anders für sich entdecken, ohne dieses schädliche Verhalten zu machen. Mhm. Ne? Eine Art Kompensation oder eine Ersatzbefriedigung. Und da müsste eigentlich geguckt werden, für was ist das hier gerade ein Ersatz? Was braucht der Mensch in dem Moment eigentlich wirklich? Okay. So, ne? Und da wird der Fokus dann verlagert. Ne? Und auch bei Medienabhängigkeit, also ist es natürlich heutzutage sehr schwierig, jemandem, der ein Smartphone besitzt und da aber immens viel Zeit reinsteckt, dem dann zu sagen, du musst ohne Smartphone leben. Mhm. Also es geht sicherlich, ja, aber natürlich arbeiten auch viele Leute mobil und brauchen das Smartphone unterwegs, um erreichbar zu sein für ihren Arbeitgeber oder wie auch immer. Und da ist es dem eben, ist der Ansatz dann zu schauen, was ist es denn, was mich immer wieder dahin zieht, ne, und wie kann ich das in einer anderen und gesunden Art und Weise umsetzen, ohne eine komplette Abstinenz von diesem jeweiligen Verhalten an den Tag legen zu müssen. Habt ihr denn viele Beratungsgespräche in Bezug auf Verhaltenssüchte? Das würde ich nicht sagen. Also der Großteil ist schon substanzbezogen, also stoffbezogene Süchte, Medikamente, Alkohol macht einen sehr, sehr großen Anteil aus. Aber insbesondere auch bei jüngeren Klienten erleben wir, dass es einen Anstieg an diesen Verhaltenssüchten im Sinne von Medienabhängigkeit gibt. Also da die Jüngeren meistens gar nicht selber kommen, weil sie damit aufgewachsen sind und es für sie total normal ist, den ganzen Tag am Smartphone zu hängen, sitzen bei uns dann meistens die besorgten Eltern, Lehrer, wie auch immer. Ne? Also jemand, der das von außen eher mitbekommt. Oder über die Online-Games, ne? Dass die dann manchmal nachts, also die Nacht zum Tag machen und dann tagsüber ihren Tag nicht strukturiert bekommen. Das haben wir auch öfter in der Beratung, dass die Eltern dann hilflos anrufen und sagen, mein Kind geht gar nicht mehr vor die Tür und ist nur noch am Zocken und auch alles findet online statt, auch die Kontakte zu Freunden, man hat gar keine realen Treffen mehr. Ne? Das passiert auch, dass wir diese Menschen quasi in der Beratung haben. Und wir haben auch hin und wieder meistens Frauen, wobei es gibt auch Männer, aber es ist überwiegend ein weiblicher Anteil mit Magersucht oder einer Esssucht. Ach, das habe ich gar nicht so unter dem Stichwort Sucht jetzt für mich verbucht. Ja. Magersucht jetzt, wo du es sagst, natürlich, klar. Genau, ist auch eine Sucht. Okay. Ja. Und das ist die Sucht, danach immer dünner zu werden, oder wie könnte man das formulieren? Ja, die magern sich runter quasi, ne? Okay. Die verzichten aufs Essen und was oft aber auch eine, das ist jetzt schwierig, das so über einen Kamm zu scheren, aber es ist oft eine systemische Erkrankung. Genau, ne? Da heißt es eher so Magersüchtige oder im Fachbereich sagt man auch anorektische. Anorektisch, genau. Klienten oder Klientinnen versuchen darüber Kontrolle herzustellen, weil irgendwas in ihrem Leben außer Kontrolle geraten ist, etwas, was sie auch nicht kontrollieren können. Mhm. Bei jungen Mädchen beispielsweise ist es gar nicht so selten, dass beispielsweise die Eltern sich trennen. Und darüber haben sie keinen Einfluss darauf. Sie können aber etwas anderes beeinflussen. Und zwar ist das, wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie viel Nahrung füge ich mir zu? Und diese Art der Kontrolle fügen sie sich dann so lange zu, bis sie aber tatsächlich auch den Kontrollverlust erleben und dann einfach nur noch hungern und sich nur noch so weit abmagern, bis es eben auch sehr, sehr gefährlich wird. Ah, okay. Und dann ist das halt eine Therapieform, systemisch zu arbeiten, zu gucken, dass man das ganze Familiensystem mit einbezieht. Stimmt, ja, das ist nochmal ein neuer Aspekt, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also alles, was zum Thema Sucht hat, man Beratung sucht eben, ob man Angehöriger ist oder selber Betroffener, kann man mit zu euch kommen und findet da dann die richtigen Hinweise. Also ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant.
Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Wenn es Fragen gibt oder weitere Ideen, man kann sich gerne an uns wenden, sich melden, in die Kommentare schreiben, wenn wir spezielle Fragestellungen beantworten sollen oder wenn man selber Angehöriger oder Betroffener ist, sich direkt bei den netten Kolleginnen melden. Die helfen dann gerne weiter. Ich fand es sehr schön. Ich freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich. Ja, sehr gerne. Danke, Max.